Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Verleihung des Ernst-Schneider-Preises. Es ist der größte deutsche Wettbewerb für Wirtschaftsjournalisten. Es ist die 44. Auflage des Ernst-Schneider-Preises. Die Besten werden geehrt. Was zeichnet die prämierten Autoren aus? Ja, ich glaube, authentisch auch im Journalismus zu berichten. Und das ist ja in der heutigen Zeit gar nicht so einfach. Auch die Recherche darüber. Ich glaube, das zeichnet alle aus. Alle Preisträger. Ja, da gibt es ja sehr unterschiedliche Genres. Zunächst einmal müssen Sie Fakten richtig recherchieren. Dann müssen Sie sie gut erklären können, verständlich. Das ist oft bei komplizierten Sachverhalten schwierig. Und man muss die richtigen Themen wie überall im Journalismus erspüren. Nominiert ist Miriam Opresnik für die 12-teilige Serie Helden des Handels, Hamburger Abendblatt. Die Zweifel kommen meistens am Schreibtisch. Nie, wenn sie im Laden ist, nur wenn sie am Computer sitzt, über den Zahlen. Wenn sie sieht, dass sie mehr als 50 Stunden pro Woche arbeitet, am Ende selbst aber weniger verdient als ihre Angestellten. Wenn sie errechnet, dass von 100 Euro Umsatz nur ein oder zwei übrig bleiben, dann fängt Heike Post an zu zweifeln. Den Ernst-Schneider-Preis in der Kategorie Print zu vergeben und ihn bekommt Miriam Opresnik für Helden des Handels. Ich bin immer noch total überwältigt. Ich hatte wirklich nicht damit gerechnet und es war einfach so, dass als wir damals die Geschichte vorgestellt haben in der Redaktionskonferenz, so viele negative Reaktionen gab, dass die Kollegen gesagt haben, wen interessiert wirklich dieses detaillierte Porträt über so Einzelhändler oder über so kleine Unternehmen, und genau das war das, was mich daran fasziniert hat, und deswegen freut es mich so, dass das ausgezeichnet wurde, dass wir dafür geehrt wurden, dass wir wirklich mal so ganz klein auf die Menschen draufhalten, einfach mal zeigen, was Wirtschaft auch für eine menschliche Seite hat. Das Journalistenteam von Follow the Money erhält den Ernst-Schneider-Preis für die GPS-Jagd. Die Autoren überzeugen durch den ungewöhnlichen, unmittelbaren und packenden Zugang zum Thema Recycling und Elektroschrott. Was ist eigentlich aus meinem anderen Fernseher geworden, den ich ganz ordnungsgemäß zum Recyceln in Neumünster abgegeben hatte? Lange war Funkstille, jetzt ein Signal. Lagos in Nigeria. Klingt nicht nach ökologischem Recycling. Verleihung des Ernst-Schneider-Preises. Die besten Journalisten werden prämiert. Welche Bedeutung hat diese Veranstaltung für die Hansestadt? Hamburg ist eine Medienstadt, deshalb sind alle Aktivitäten, die diesen Standort fördern, indem sie von den Medien handeln, von großer Bedeutung. Das gilt auch für diesen Preis, der einen wichtigen Beitrag dazu leistet, Qualitätsjournalismus voranzubringen.